Im heutigen Video bauen wir einen weiteren Bausatz auf, und zwar den Bausatz Spinnennetz. Eine ganz tolle Lötübung für absolute Anfänger. Man kann da so eine kleine Spinne aufbauen, das Spinnennetz drumherum löten. Ihr kriegt da 3 Meter Draht, den Bausatz gibt es im Shop zu kaufen. Die Bauteile sind alle mit dabei für die Spinne. Und in dem Video zeige ich euch einfach mal, wie man den Bausatz aufbauen kann, was man dabei achten muss. Ihr kriegt einen mega coolen Tipp, wie ihr es hinkriegt, dass ihr dieses gebogene Stück Draht, das ihr im Bausatz drin habt, wie ihr das wieder exakt schön gerade kriegt, damit ihr auch hier schöne gerade Drähte habt. Den Tipp kennen vielleicht ein paar noch nicht, also bleibt auf jeden Fall dran. Schaut rein, ob euch der Bausatz gefällt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und Abo nicht vergessen. Wir legen gleich los und bauen als allererstes einfach mal die Spinne auf. Zuerst schneiden wir die kürzeren Beinchen der LEDs ganz am Gehäuse ab. Danach schneiden wir die längeren Beinchen etwa so lang ab, wie der schwarze Chip groß ist. Nun schneiden wir beide Beinchen des Kondensators etwa so lang ab, wie der schwarze Chip groß ist. Die beiden Dioden, die als Giftzähne dienen, werden auf der Seite des schwarzen Rings komplett vom Draht befreit. Die andere Seite wird wieder so lang wie der Chip. Jetzt werden die Beinchen des schwarzen Chips nach innen gebogen. Danach kann man alle Bauteile in folgender Reihenfolge unter die Beinchen schieben. LEDs für die Augen, Dioden die Giftzähne und zum Schluss das Hinterteil der Spinne, der blaue Kondensator. Wenn alle Bauteile schön in Position sind, kann alles großflächig verlötet werden. Danach kann man schon mal die Giftzähne und das Hinterteil grob in die Richtung biegen, wie sie am Ende aussehen sollen. Jetzt geht es an die Spinnenbeine. Wichtig hierbei ist, dass sowohl die Spinne als auch das Netz eine sehr kreative Lötübung sind. Wie lang die Beine abgeschnitten werden, also wie groß die Spinne am Ende werden soll, bleibt euch überlassen. Das Vorgehen selber ist aber immer gleich. Zuerst den Draht des Widerstands mit Lötzinn benetzen, damit man auch vernünftig löten kann, dann das Beinchen vom Chip und dann die Widerstände, wie im Video zu sehen ist, verlöten. Jetzt werden alle Beinchen nach außen gebogen und jeweils ein weiterer Widerstand an jedes Bein gelötet. Nun ist die Spinne schon mal fertig und die Beinchen können schon mal grob so hingebogen werden, dass die Spinne auch loskrabbeln kann. Nun geht's weiter mit dem Spinnennetz selber. Und der Draht, den man so kriegt, der kommt ja in der Regel immer so ein bisschen zusammengerollt an, und dann gerade das Stück Draht rauszukriegen, das ist schon relativ schwierig. Ich mache euch jetzt in meinem Beispiel ein Spinnennetz, das man ins Eck machen kann. Ihr seid natürlich da total frei, wie ihr das macht, also die Kreativität habt ihr da kein Ende und keine Grenzen gesetzt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie man aus so einem verbogenen Stück Draht ein wirklich gerades Stück Draht kriegt, damit man dann vernünftig auch damit was anfangen kann. Am besten geht das Ganze, wenn man einfach den Stück Draht, den man gerade haben will, in den Schraubstock einspannt und dann das andere Ende einfach in einen Akkuschrauber oder so einspannt und dann vorsichtig mit etwas Gefühl das Ganze einfach dreht. Dann dreht sich nämlich der Draht komplett ein und das Ergebnis ist ein ziemlich perfekter gerader Draht, den wir jetzt zum Löten und so weiter verwenden können. Bei der Ausführung des Spinnennetzes sind die 3 Meter Draht das einzige Limit. Hier erhaltet ihr ein Beispiel für ein Spinnennetz, das man ins Eck kleben kann. Unten in der Videobeschreibung befinden sich Kapitel, falls ihr den Aufbau überspringen und zum Beispiel zum runden Netz gelangen wollt.
Wenn alle Fäden verlötet sind, können diese nach innen, wie es beim normalen Spinnennetz ja auch aussieht, gebogen werden. Jetzt kann man relativ schnell und cool erkennen, ob eine Lötstelle nicht richtig gelötet wurde, denn beim Reinbiegen des Spinnenfadens bricht diese Lötstelle und kann dann entsprechend neu gelötet werden. Zu guter Letzt wird jetzt die Spinne auf das Netz gelötet, damit sie beim Aufhängen an die Wand nicht runterfallen kann. Hier zeige ich euch noch, wie man zum Beispiel auch ein rundes Spinnennetz löten kann. Dazu erstmal innen drin einen Ring fertigen, dann strahlenförmig die Spinnennetze nach außen ziehen und zwischendrin die Fäden verlöten. Ja, das war's dann schon. Viel Spaß beim selber kreativen Löten. Ich hoffe, der Bausatz gefällt euch soweit. Lasst gerne einen Kommentar dazu da und bis zum nächsten Video. Danke, ciao!